Was ist da? Was ist da? Hä? Oh, er hat uns fest im Griff. Was macht er da? Wir haben ihn. Tau ziehen. Los, noch ein Stück. Gut, er hat aufgegeben. Er hat keine Lust mehr. Er hängt einfach nur. Willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Das Wetter und die Belichtung ist schon wieder grauenhaft. Deswegen muss ich mein Handy hier in die Ecke stellen, dass ich noch etwas mehr Licht habe. Der Adi hingegen liegt in seinem... Au! Liegt in seinem Waschbett... Ah! Hilfe! Ah! Hallo! Adi! Soll ich das Wasser anmachen? Soll ich das Wasser anmachen? Soll ich das Wasser... Guck doch nicht so dick! Der liegt in seinem Waschbecken, fühlt sich wohl wie immer. Wir haben wieder mal Fanpost bekommen. Toll. Oh. Wir haben wieder mal Fanpost bekommen und das ist nicht so selbstverständlich, denn im Gegensatz zu allen anderen YouTubern hat der Ramses kein Postfach. Das heißt, alle anderen haben ein Postfach, da tun die Leute immer mal ein paar Sachen hinschicken und dann holen die das ab. Aber der Ramses, der ist ja schlau, der hat kein Postfach und den muss man immer erst persönlich fragen, ob man ihm was schicken darf und kriegt dann die Privatadresse, damit die hier mit 10 Leuten vor der Tür stehen und mir ein Paket bringen. Das ist also nicht nur gefährlich und dumm, sondern das bin ich, genau. Jetzt habe ich aber vorher noch was entdeckt und zwar habe ich noch einen Brief gehabt im Briefkasten von der Jewel. Jetzt bin ich mir gar nicht mehr sicher. Die hat damals, als ich das allererste Mal ihren Namen ausgesprochen habe, drunter geschrieben, sie ist erstaunt, ich bin der Erste, der gleich auf Anhieb ihren Namen richtig gesagt hat. Seitdem fühle ich mich so unter Druck gesetzt, dass ich absichtlich jedes Mal wieder falsch sage, weil ich seitdem nicht mehr weiß, was habe ich denn überhaupt gesagt? Habe ich gesagt, Jewel oder Jewel? Ich weiß es nicht. Seitdem bin ich mir so unsicher, wenn ich den Namen sehe, Jewel oder Jewel. Und deswegen, die Jewel... Sag mal Jewel, oder? Was sagst du, Jewel? Die Jewel hat auf jeden Fall ein Briefchen geschickt, ohne zu fragen, wie meine Adresse ist. Und das möchte ich euch trotzdem mal fix zeigen. Hier ist nämlich eine Weihnachtskarte drin gewesen, mit einer Katze drauf, wo auch da steht, kuschelige Weihnachten und einen guten Rutsch. Lieber Ramon, ich wünsche dir, deiner Familie und deiner Freundin und besonders Adi schöne Weihnachtstage. Danke für viele unterhaltsame Stunden und unseren lustigen Telegram-Austausch. Freue mich aufs gemeinsame Döneressen in 2021. Bleib gesund, kraul Adi einmal von mir und alles Liebe, Jewel. Hinten ist sogar noch ein Zettelchen dran mit Erklärung. Bitte nicht wundern, du hattest mal einen Briefumschlag mit deiner Adresse in die Kamera gehalten. Daher hatte ich deine Adresse, Jewel. Also wer meine Adresse braucht, guckt euch einfach das Video an, was sie gesehen hat. Da ist das wohl drin aus Versehen, das kann ich jetzt eh nicht mehr rückgängig machen. Man soll auch nicht darauf hinweisen, sonst kommen da immer mehr Leute. Und ich soll den Adi ja einmal... Oh, ich soll den Adi ja einmal für sie kraulen. Adi, darf ich dich einmal kraulen? So vielleicht ist das Kraulen. Und die kleine Nase. Adi, Schatz, Adi, guck, 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 guck. Ist das Kraulen? Ja, ist das vielleicht auch Kraulen? Was ist denn hier mit deiner dicker, fette Wudibu? Wudibu, bu, bu, bu. Ich bin die Oma, du bist das Enkelkind. Ich musste dich penetrieren, bis zum geht nicht mehr. Ja, das war meine Kette, sorry. Hast du schon wieder Krümel im Auge? So, keine Ahnung, ob das jetzt als Kraulen durchgeht oder als der Katze auf den Sack gehen oder irgendwas anderes. Wir haben auf jeden Fall die Karte erhalten. War ich auch überrascht, damit habe ich nämlich nicht gerechnet. Und ja, Döner essen 2021, wenn es da noch Döner gibt. Ich sag's euch, ich bin mir unsicher, wie es überhaupt weitergeht. Und hier haben wir jetzt aber ein riesengroßes, fettes Paket vom Sabender. Da steht auch drauf, nochmal Vorsicht, Glas und zerbrechlich. Ich habe keine Ahnung. Ach, Hauptstraße. Ja, die bekannteste Straße der Welt, Hauptstraße, wer kennt's nicht. Das möchte ich jetzt natürlich auch mal aufmachen. Ich weiß nicht, was da drin ist.
Glas, heißt das, da ist ein Kasten Bier drin, nur ohne Kasten, also 20 Flaschen Bier, oder ist da, keine Ahnung, irgendwas zu essen, zu naschen, irgendwas für ein Adi, eine zweite Katze, also irgendwas muss es ja sein, in so einem riesen Karton erwartet man natürlich auch riesen Sachen, bestimmt ist der Karton, da ist einfach nur eine Flasche drin. Und der Rest ist ausgestopft mit irgendwelchem Zeug. Ich stell den jetzt mal hier runter. Ah, oh, Junge. So. Wir gucken mal kurz so rein, wie das so aussieht. Wir haben nämlich hier Zeug zum irgendwas. Und hier Tüte, Eierkartons, anderes. Das sind viele Dosen und Flaschen, hier aber so einzeln verpackt. Ich glaube, das wäre doch sinnvoller. Ich stelle es euch oben hin nochmal und wir packen das einzeln aus, ja? Gucken einzeln die Sachen durch. Nein, Adi, du springst jetzt nicht darunter in den Karton. Ja, ist ja gut, es ist Folie. Ich weiß, bei Folie gießt du immer ab. Ja, du kriegst ja gleich die Folie. Wir haben hier eine Flasche. Guckt euch den mal an, wenn der Folie sieht. Man hat Folie, man raschelt mit der Folie rum und dann... Was? Ah! Tschüss Adi, bis morgen. Und dann hat er die Folie und haut ab, weil das... Ja, keine Ahnung, sonst pfeift er und faucht er immer rum und dann dreht er immer durch, aber jetzt hat er sich's einfach gleich geschnappt. Er ist ja nicht blöd. Was ist denn hier mit dem Klopapier los? Ich stelle euch nämlich immer auf die Klopapierrolle. Wir haben hier eine Flasche Bäckers Pilz, ja? Bäckers Pilz, dickbauchig mit 4,9%. Etikett gebe ich mal eine 3, ne? Eigentlich glänzt es, sieht aber ein bisschen abgenutzt aus, ist schlicht, ist weiß, aber wir wollen es jetzt nicht bewerten, wir wollen einfach gucken, was drin ist. Eine Flasche Bäckers Pilz auf jeden Fall, da habe ich wieder was für die Chill mit Ramses Montagstreams. Hier geht's weiter, noch eine Flasche Bier, oh, Carlsberg, elegantes Pilsner Feingold. Das sieht auf jeden Fall genial aus, dieses goldene Etikett, dieser Stern hier oben drauf, dieser Mann mit dem Fass zwischen den Beinen. Hier hinten seht ihr noch zwei heftige Dudes in so einer Halbschattierung, aber also das begeistert mich. Das ein Weihnachtsbier, ein goldenes. Da bin ich schon gespannt, wie das schmeckt, weil das richtig cool aussieht. Adi, ich tue dir mal deine Tüten hier oben rein und alles, was dazugehört. Dann haben wir eine Dose Ultimate Tequila Mixery 6.0 mit Tequila Flavor und irgendwie, achso, Ultimate Tequila, Ultimate Lemon, zwei Dosen Mixery. Nochmal eine. Immer alles einzeln verpackt. Noch eine Dose Ultimate Tequila. Da ist er aber sehr großzügig mit dem Papier, mit der Folie umgegangen. Jede Dose einzeln verpackt in so einer Tüte zum Schmuggeln. Nochmal Ultimate Lemon, auch wieder mit 6%. Ich weiß vielleicht gar nicht mehr, wo ich es hinstellen soll. Noch eine Flasche. Ach nee, das ist ein anderes. Aber auch von diesem Carlsberg. Das ist ja cool, da gibt es eine ganze Reihe von. Und das sind auch 0,5. Ihr habt ja das gesehen. Das war Carlsberg, dieses elegantes Pilsner Feingold mit den zwei Dudes drauf, 0,33. Und hier habt ihr jetzt Carlsberg helles Naturweizen. Auch das Etikett in dem Stil gehalten, nur ein bisschen farblich anders mit 5,2. Und hier ist es sogar ein Girl und ein Boy hinten drauf, ja, die freundlich gucken, weil das ist ja Natur. Und deswegen sind ja nicht zwei alte Herren drauf, sondern ein junges Paar, das sein Glück im Bierkonsum sucht.
Adi, jetzt gehen wir da raus. Dann geht es weiter mit... Oh, das ist nicht nur in einem Beutel eingepackt, sondern innen drin auch zusätzlich nochmal in Knisterfolie. Ich werde bekloppt. Das nehmen wir auch mal hier raus. Und hier haben wir wieder Carlsberg. Carlsberg herb frisches Urpilz. Wieder komplett andere Form, komplett andere Farbe, aber ähnlicher Style davon. Und wieder zwei Männer hinten drauf, zwei Jungs hier. The Big Bang Theory, guckt euch das an. Sheldon und der andere mit der Brille da, wenn er davon ist. Keine Ahnung, ich habe das nie geguckt, so wirklich. Klein, dick, bauchig, ne? Wie ich, als ich jünger war. Ach Mann! Der Adi fühlt sich auf jeden Fall wohl. Adi. Solange können wir das mal hier rausnehmen. Und hier hinten das kann man vielleicht auch schon rausnehmen. Und zack, jetzt ist er draußen. Wir wühlen weiter in der Wunschkiste. Schauen wir, was wir noch haben. Die Flasche ist genauso eingepackt wie eben die. Heißt das, das ist dieselbe oder gibt es noch mehr verschiedene Carlsberg-Flaschensachen? Vor allem, warum ist das extra? Die Flasche ist doch eh fett und dick und klein. Die müsste doch stabiler sein als die anderen. Aber das nochmal, das herbfrisches Urpilz. Genau. Das ist dieselbe wie die davor. Vielleicht ist von jedem zweimal dabei. Von den Dosen sind sie auch zwei. Also brauche ich nochmal eine 0,5er und nochmal eine 0,33. Ich glaube, alles, was hier unten ist, ist doppelt eingepackt. Vielleicht hat er dann oben keine Knisterfolie mehr gehabt. Deswegen hat er oben dann nur noch in die Beutel eingepackt. Genau, hier wieder das Feingold. Auch die zweite davon. Stellen wir auch mal hier drauf. Der Adi macht zu lange hier Bergsteigen auf den ganzen Folien. So. Okay, nee, das ist was anderes. Das ist nämlich eine riesengroße Flasche. Die wir aber auch hier aus. Die wir hier auspacken können. Ach du Scheiße. Gegründet, deutsches Erzeugnis, 1890, milder, kräftiger Amaro-Kräuterlikör. Saarländer vom Saarbänder. Hinten kein Etikett, Originalabfüllung, Eggerts-Wacholder Brennerei. Hier einfach eine ganze Flasche Saarländer Kräuterlikör. Das erinnert mich an die Jägermeister-Challenge. Flasche auf und weg. 10 Sekunden, fertig. 0,7 Liter. Die genießen wir aber mal, obwohl ich eigentlich keinen Kräuterlikör trinke. Als Geschenk nehme ich das natürlich gerne an. Werde das in Ehren halten, werde das in Ehren trinken. Ich weiß nicht, zu welcher Gelegenheit. Vielleicht an Silvester jetzt, aber ich bin alleine mit Pupsi. Pupsi trinkt nichts. Mir da selbst eine Flasche Kräuterlikör reinschießen. Oder ich warte einfach, bis ich mal Besuch habe. Eigentlich wollte ja der Hannes und Dani der Dicke, die wollten ja demnächst mal kommen zum Roll Rumble. Ob das klappt, weiß ich nicht. Wahrscheinlich eben nicht, wegen Corona. Sonst hätte ich die einfach abgefüllt und mit denen in einer geselligen Runde den mal aufgemacht. Das wäre bestimmt cool gewesen. Obwohl ich natürlich nicht weiß, ob die Kräuter trinken. Aber ich ja auch nicht. Da müssen wir dann also durch. So, weiter geht's. Hey, der will mich, ich glaube, der will mich abfüllen. Als nächstes wieder eins hier mit Packung. Ist wieder was anderes. Einfach rausgerupft, die ganze. Ein Mixery Cola Bier mit 3,1. Das kenne ich. Bei uns gibt es ja auch Mixery. Ich glaube, das könnte ich sogar Pupsi andrehen. Vielleicht jetzt doch für Silvester, wenn sie Lust hat, einen Schluck zu trinken, kann sie sich an den Cola-Bieren ergötzen. Das ist auch nochmal Mixery. Ich glaube Mixery Energy, oder? Adi, was ist denn? Was machst du da für Moves? Spring doch hoch und mach dein Zeug und dann ist gut.
Auch wieder dahin. Oh, ich krieg das nicht auf. So, und das dorthin. Mixery Iced Blue mit Guarana und so Zeug. Ich habe keinen Platz mehr, keine Ahnung, wo ich das noch hinstellen soll. Also das ist ein richtiges Saufpaket. Hier nochmal ein Mixery Ice Blue. Diesmal aber wieder nur im Beutel, ohne doppelte Sicherung. Zack, das zweite Mixery... Bis ich lasse es einfach hier stehen. Wenn Pupsi das nächste Mal kommt und ins Bad geht, kriegt sie gleich einen Schock fürs Leben. Ach, hast du neues Duschgel? Ja, ja, mach ruhig auf, kipp dir drüber. Ah, das brennt aber. Ja, das war der Kräuter. Adi, Schatz. Es ist ein bisschen traurig, dass du nicht mehr hoch auf deine, auf dein Waschbecken kannst, oder was? Eigentlich ist das doch bestimmt einfach drum gewickelt und man kann das abwickeln, aber wenn man versucht, in eine Runde einfach wegzuziehen, was natürlich ziemlich doof ist, ne? Da das zweite Cola Mixery, es passt sogar noch hin. Fehlt, es fehlt. Also um alles zweimal zu haben, bräuchten wir aber noch eine Flasche helles Naturweizen von Carlsberg. Das sieht aber nicht so aus, ja? Da geht die Rechnung ja gar nicht auf. Ansonsten sehe ich, glaube ich, wirklich alles zweimal. Ach so, hier der dicke vom Anfang. Beggars Pilz, genau. So hießen meine Nachbarn übrigens, die jetzt ausgezogen sind. Den haben wir jetzt auch zweimal, aber was wirklich... Was ich noch nicht zweimal entdeckt habe, war dieses helle Naturweizen mit dem jungen Pärchen hinten drauf. Das heißt, wenn ich davon nur eins habe, ist das natürlich dann was mega Besonderes. Dann muss man natürlich dann aufheben und in Ehren halten. Ansonsten haben wir hier 10 Kauröllchen für Adi. Wir haben nochmal 10 Kauröllchen für Adi. Wir haben Knabbermix Original für Adi. Wir haben Felix Crispies mit Rind- und Huhn-Geschmack. 100% lecker für Adi. Und ein Glas Eiverscharf. Auch eingepackt, ganz fürsorglich, dass da nichts kaputt geht. Tun wir auch mal hier mit drauf. Fühl dich ruhig beobachtet. Hä? Okay, alles wird gut. Und ein Glas Eiverscharf von Dittmann. Dittmann, auf jeden Fall richtig gute Marke. Ist das aus dem Netto zufällig? Im Netto, wenn ich nämlich immer Eiverscharf gekauft habe, habe ich das, glaube ich, auch aus dem Netto. Obwohl, Dittmann gibt es, glaube ich, auch im Rewe. Wenn ich aber Eiweißschafpaste hatte, war das meistens das von Dittmann mit grünem Deckel. Wusste er bestimmt nicht. Ist bestimmt nur Zufall, ist aber genau richtig. Ich habe jetzt schon ewig kein Eiweiß mehr gegessen. Wird aber mal wieder Zeit. Wenn ich mir das nächste Mal einen Döner hole, knalle ich das bestimmt drauf oder auf alles andere, was ich so esse. Ich brauche ja eh immer irgendwas zusätzlich, obwohl ich finde, dass Eiweißschaf nicht wirklich scharf ist. Da das ja meistens eh so aus Paprika besteht. Und Paprika ist halt jetzt nicht das Schärfste, wenn man es gewohnt ist, immer... Jalapenos oder Peperoni zu essen. Wollen wir dem Adi noch ein Leckerli geben? Weil der hat sich gerade so schön in seiner Kiste da breit gemacht, gell? Oh, kleine Wurst, hörst du's? Willst du hier ein... Guck mal, Adi, da sind 10 Kauröllchen drin. Du musst dich nicht so verbiegen. Wir versuchen dir mal mit einer Hand im Natururin-Style so ein Röllchen rauszutun. So, jetzt habe ich es hier ein Stück aufgerissen. Warte, wartet noch. Warte, nicht die Folie. Hier, probier mal. Nicht ganz, nimm nicht ganz. Ah, nimm nicht das Röllchen weg. Ich fütter dich doch, du musst doch nicht so aggro sein. Guck, da ist immer noch was da.
ein Brocken ist mir geblieben. Kannst du den jetzt süß nehmen? Ja, ist leer. Es ist leer. Ach, bist du süß? Bist du süß? Willst du noch ein, weil du so viel Hunger hast heute? Eigentlich nicht. Du hast meine Wintersalami gefressen. Na, warte. Komm, ich gebe dir noch eins, weil du so brav mitgemacht hast. Hey, da ist doch noch was übrig. Adi! Ich tue es dir mal hier hinlegen, da kannst du es dir ja dann holen. Beziehungsweise ich bröckel es dir mal auseinander hier drauf. Wenn es eh nicht darunter ist, dann kann ich es auch in die Hand nehmen. Adi Schatz! Adi Schatz! Jetzt ess gefährlichst zu, ich kann nicht so lange filmen. Spaß! Guck! Nom 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 nom. Nom nom nom. Nom. Wunderbar. Fein gemacht. Das ist also die Ausbeute, ne? Da unten, hier drüben, hier steht jetzt alles voll mit Flaschen, mit Dosen, mit Trinken, mit Kräuter, mit Eiwar. Hier standet ihr die ganze Zeit drauf. Und das ist mein Waschbecken jetzt nach dieser Aktion. Ich würde sagen, das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Und danke an Sabenda für das fette Paket. Da habe ich jetzt die nächsten Wochen Chill mit Ramses ordentlich was zu tun. Immer mal eine Flasche Bier zum Trinken und immer dazu sagen, wo es herkommt. Bis dann, das große Finale kommt mit der Saarländer Flasche. Nein, das kann ich nicht machen. Mir hat es schon gereicht, den Glühwein zu trinken letztens. Das war schon heftig genug. Was ist denn? Ah, die. Das war's auf jeden Fall jetzt von meiner Seite aus. Bis zum nächsten Mal. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.